Abhaya Sutra, es ist das Sutra der Transzendenz. Dies führt auch zu einem Zustand von Nirbhaya oder Furchtlosigkeit. Wenn du nicht so körperlich bist, gibt es nicht viel Angst in dir. Das Devi-Sutra ist mehr wie ein Schutz. Die gesamte Wissenschaft des Yoga wird in Form von Sutras, verschiedenen Arten von Sutras, fortgeschrieben. Über 200 Sutras bilden den gesamten Körper des yogischen Wissens. Wenn Sie also Sutra sagen, sprechen Sie in diesem Zusammenhang nur von den Grundlagen. Just the basic. When the Yoga Sutras, als die Yoga Sutras, wenn wir Yoga Sutras sagen, als Patanjali die Yoga Sutras in gewisser Weise assimilierte. Sutra means a thread. Sutra bedeutet ein Faden. He gave only the thread. Er gab nur den Faden. He left the responsibility. Er überließ die Verantwortung, die Beherrschung und die Kunstfertigkeit der Herstellung der Girlande den einzelnen Meistern. Das Sutra ist dasselbe, der Faden ist derselbe, aber die Art der Girlande, die du daraus machst, ist verschieden. Es kann nie eine Girlande ohne den Faden geben. Aber niemand trägt jemals eine Girlande um des Fadens willen. Man hängt sich die Girlande um wegen der Blumen, die sie trägt. Man kann Blumen daran festmachen, man kann Glaskugeln daran festmachen, man kann Perlen daran festmachen, man könnte Diamanten daran festmachen. Aber ohne den Faden gibt es keine Girlande. Aber du trägst die Girlande nie um des Fadens willen. Der Faden ist unerlässlich, aber er ist kein eigenständiger Zweck. Er ist kein eigenständiges Ziel. Nun, wir haben viele andere Möglichkeiten gefunden, den Faden zu verwenden. Hast du vom Mangalsutra gehört? Hast du einen gebunden? Wenn es richtig gemacht wurde, ging es darum, zwei Wesen zu einem verbinden. Das war die Idee. Heute ist es nur noch ein Ritual. Das ist etwas anderes. Aber wenn jemand da ist, der weiß, wie man das macht, dann vermischt man die beiden DNAs so, dass sie energetisch nicht mehr zu trennen sind, egal was passiert. Im Laufe des Lebens können viele Dinge passieren. Ihr könnt euch über große Dinge streiten, ihr könnt euch über unbedeutende Dinge streiten, aber ihr könnt euch nicht trennen, weil die Energien auf eine bestimmte Weise gebunden sind. Du musst dich losreißen, nur so kannst du gehen. Es ist nicht so, als ob man sich entkleidet. Es ist so, als ob man sich die Haut abzieht. Nun, das Abhaya Sutra ist nicht dafür gemacht, dich zu binden. Es gibt zwei Arten von Sutras. Beide werden Abhaya Sutra genannt. Die Terminologie Abhaya Sutra passt besser zum Devi Sutra, das eine rote Farbe hat. When you get the Sutra, wenn du das Sutra für das Panchabhuta Aradhana bekommst, das mit dem Dhyanalinga verbunden ist, geht es mehr darum, bestimmte Dimensionen dessen, was du bist, zu verstärken. Im Grunde genommen die spirituelle Dimension zu verstärken.
Warum wird es dann Abhaya Sutra genannt? Du musst verstehen, dass Abhaya Angst bedeutet. Die Grundlage der Angst ist deine Körperlichkeit. Wenn du nicht körperlich wärst, hättest du dann Angst? Hättest du? Nein. Es sind die Begrenzungen des Körperlichen, die Angst verursachen. Wenn du überhaupt nicht körperlich wärst, würdest du dich vor nichts fürchten, nicht wahr? In diesem Zusammenhang ist es also Abhaya. Aber im Wesentlichen ist es das Sutra der Transzendenz. Aber wir wollten nicht zu viele Namen verwenden. Du wirst verwirrt, weißt du. Dies führt also auch zu einem Zustand von Nirbhaya oder Furchtlosigkeit. Wir können dieses Nirbhaya Sutra nennen, das ist Abhaya Sutra. Das ist eher wie ein Schutz. Dieses dient, die spirituelle Dimension dessen, was du bist, zu stärken, sodass du weniger physisch wirst. Wenn du nicht so körperlich bist, ist in dir auch nicht viel Angst. Aber das Devi-Sutra ist eher wie ein Schutz. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich von Dieben zu befreien. Wenn du immer Angst hast, dass ein Einbrecher in dein Haus kommen und stehlen könnte, ist eine Möglichkeit, draußen eine Wache aufzustellen. Eine andere Möglichkeit, nichts zu haben. Und niemand wird kommen. Selbst wenn du ihn einlädst, wird er nicht kommen. Er wird woanders hingehen. Das ist also seine Art. Nichts, damit niemand kommt, deswegen furchtlos. Dort willst du einen Wächter aufstellen. Du hast immer noch Sachen, die du bewachen willst. Ich sehe viele, viele Hände, die beide haben. Das ist gut. Nun, wie wird es entsorgt? Du kannst es mindestens 40 Tage lang tragen. Wenn du keine Seife, nicht zu viel Seife verwendest, hält es viel länger. Wenn du viel Seife verwendest, bleibt es mindestens 40 Tage lang lebendig. Wenn du nur kaltes Wasser verwendest, hält es viel länger. Wenn du mit warmem Wasser badest, wird es mindestens 40 Tage lang halten. Wenn der Faden seine Festigkeit behält, dann wird er auch die Energie beibehalten. Also irgendwo zwischen 40 und 60 Tagen. Wenn es nur ein Faden geworden ist, hat es keinen Sinn, einen Faden zu tragen und herumzulaufen. Du kannst es abnehmen und irgendwo hin tun, wo es sich leicht zersetzen wird. Normalerweise ist die Tradition, ein kleines Loch in der Nähe einer Pflanze zu graben und es hineinzulegen, weil sie gegossen wird. Und innerhalb von 3 Tagen ist es weg. Es sollte nicht in die Hände von anderen gelangen, das ist wichtig. Etwas, das so innig mit deinem Körper verbunden war, eine gewisse Ehe zwischen dir und Devi und zwischen dir und Dhyana Linga hat sich vollzogen. Eine Ehe im Kleinen. Wenn das geschehen ist, ist es am besten, wenn es nicht in die Hände von jemand anderem gelangt. Wenn sie wissen, wie man es benutzt, können sie dich identifizieren. Du musst es also immer begraben. Wenn du keinen Platz zum Vergraben hast, musst du es verbrennen. Du kannst es verbrennen, die Asche nehmen und sie auf deinem Körper von der Vishuddhi abwärts verstreichen. Das ist eine einfache Methode, es zu machen. Andernfalls vergräbst du es.